Laus Dei Altissimi oder auf Deutsch Lob dem höchsten Gott. Das ist ein latinischer Text von Franz von Assisi, wo der Schweizer Komponist Franz Rechsteiner in seinem neuesten Chorwerk vertont hat. Das gleichnamige, gut 20 Minuten dauernde Chorwerk ist ein Kompositionsauftrag vom Konzertchor Harmonie Zürich. Und ich freue mich sehr, das meditative Chorwerk am 10. Juni hier in der Tonhalle Zürich zusammen mit dem Tonhallorchester Zürich dürfen zum ersten Mal aufzuführen. Franz Rechsteiner, übrigens ein ehemaliger Kapuzinermönch, gehört mit Bestimmtheit zu den interessantesten Schweizer Komponisten. Auch das zentrale Chorwerk an diesem Konzertabend, Le Laudi, ist eine Komposition über einen Text von Franz von Assisi. Der Komponist Hermann Sutter hat den berühmten Sonnengesang vertont. Die naturverbundene Lebenseinstellung von Franz von Assisi, sein tiefer Glaube, seine Lebensphilosophie, ja, seine einzigartige Spiritualität soll an diesem Konzertabend am 10. Juni zum Tragen kommen. Mehr Sorge zur Umwelt, ein friedlicher Umgang mit allen Menschen, das ist die Kernbotschaft. Eine Botschaft, die auch noch heute und sicher solange es Menschen auf dieser Welt gibt, immer wird Bestand haben. Vor seiner Abkehr vom normalen bürgerlichen Leben ist Franz von Assisi selber in Krieg gezogen, hat aber sehr schnell die Erkenntnis bekommen, dass man Probleme nicht mit Gewalt lösen kann. Später ist er sogar als Vermittler und Friedensbotschafter nach Ägypten gereist. Somit ist unser Konzert am 10. Juni ganz klar auch ein Appell für den Frieden auf dieser Welt. Der Konzertchor Harmonie Zürich schließt sich dem Statement von unserem Partnerorchester, dem Tonhallenorchester Zürich, an. Wir verurteilen ebenfalls kategorisch das grausame Vorgehen von der russischen Regierung gegen die Ukraine mit ihrem demokratisch gewählten Präsident Zelensky. Wir sind solidarisch mit der Ukraine. See you.